Dr. Meng, Sie gucken kritisch. So sollte die humane Hilfe verstärkt werden, statt eingegrenzt. Ach, wissen Sie, ich würde das gar nicht im Gegensatz jetzt diskutieren. Natürlich muss Israel sich verteidigen. Natürlich muss auch die Hamas massiv bekämpft werden oder alle anderen terroristischen Organisationen, falls die Hisbollah noch brutaler wird, als sie es jetzt schon ist. Mit Unterstützung der Iraner. Das droht uns allen noch und Iran ist noch im Hintergrund und die Flugzeugträger der Amerikaner sind im Hintergrund und der internationale Terrorismus droht uns nicht nur im Nahen Osten, sondern vielleicht auch irgendwann in Europa. Also die Eskalation ist noch lange nicht zu Ende und gleichzeitig gibt es das Leid Unschuldiger. Auch jetzt, auch heute, während wir hier reden, auch in Gaza, dort sind auch Menschen, die nicht schuldig sind. Insofern muss man einfach die Fragen stellen, so human wie möglich zu sein. Und es gibt ein Völkerrecht, das muss man versuchen einzuhalten in diesem Dilemma, in dem Israel da jetzt ist, was die militärische Seite betrifft. Das ist ein Dilemma, das wird ja von Israel selbst auch so genannt. Und ich hoffe, dass Israel sich da auch begrenzt an den Stellen, wo das möglich ist und Rücksicht nimmt. Die Stimmen aus der Welt sind überwiegend kritisch im Moment gegenüber dem Einsatz Israels. Wir in Deutschland stehen an der Seite Israels. Das finde ich, ist unverrückbar. Aber auch unter Freunden muss man kritisch diskutieren können. Und ich kann nur sagen, hoffentlich möglichst humanitär Zugänge zu ermöglichen. Auch wahrscheinlich mit den Vereinten Nationen. Ich weiß, dass Israel das kritisch sieht, aber das geht nicht anders. Und selbst die USA fordern es ja. Insofern habe ich ein bisschen nachdenklich geschaut.